So, kommen wir mal zu noch weiteren Dingen, die wir hinzugefügt haben. Ich gehe mal zurück in meine Objekte. Ich hangel mich hier so ein bisschen an. So, an diesen Ebenen lang. Wir haben jetzt an den Callouts gearbeitet und an den Lichthöfen, die man auch Halos nennt oder wie auch immer, oder Schatten. So, und da sehen wir jetzt Folgendes. So, wenn ich jetzt einen Callout hier dran zeichnen möchte, ich habe es im Moment so, gerade so konfiguriert, dass automatisch jetzt eine Zahl erstellt wird. Schauen wir jetzt mal in die Objektdaten rein. Dann sehen wir, dass auch hier Objektdaten an diesem Callout dran sind. Die werden automatisch erzeugt. Und das ist jetzt auch neu in der Version 2020. Und das ist eine Option. Wenn Sie Callouts erzeugen, dann gehen Sie normalerweise oben hier in diese Einstellungen rein und stellen ein, wie Sie das gerne haben möchten. Interaktiv bedeutet, Sie können da irgendwie Scheibe ranschreiben oder Daten aus der Zwischenablage nehmen. Die Objektdaten selbst, das ist in diesem Falle deaktiviert. Oder Sie sagen als 1 erhöhen, dann fangen wir halt das nächste bei 22 an. Die neue Option, die wir jetzt hier haben, das bedeutet CGM-Hotspots erstellen. CGM-Hotspots, das geht in den Bereich S1000D. Diese CGM-Dateien, das sind ja, das ist die visuelle Portion im Dokumentationsstandard und Paket S1000D. Dort ist es so, dass auf den Callouts sogenannte Hotspots angelegt werden und die sind nachher in Lösungen, wo S1000D konvertiert wird zu elektronischen Ersatzteilkatalogen und sowas, ist das die Fläche, wo man draufklicken kann, um in den Text zu springen oder irgendwas anderes auszulösen. Dazu braucht man aber diese Hotspots und die werden jetzt ganz neu automatisch angelegt, wie wir das gerade schon gesehen haben. Und auch das haben wir, das ist in den Voreinstellungen konfigurierbar, denn irgendwoher müssen diese Daten ja kommen. Es ist jetzt ein Subset von allen Daten, die da drin sind, bei den Objektdatenfeldern, da gibt es einen Riesenhaufen Auswahl. Blende die leeren mal aus. Gehen wir nochmal zurück in die Optionen, wo ich Ihnen dann zeige, wo Sie dies dort finden. Wir gehen mal hier in die Tools und da ist auch bei den Beschriftungen ist jetzt ordentlich was hinzugefügt worden. Hier über diese Voreinstellungen haben Sie die Möglichkeit, das so einzustellen, dass Ihre Daten automatisch angelegt werden. Hier gibt es jetzt die Standardeinstellung, so wie das konfiguriert ist. Wir können aber jetzt mal gucken, dass wir uns alle Felder auswählen. Und da haben Sie jetzt die Möglichkeit, und das ist das Mächtige daran, Sie können jetzt also Felder auswählen, wie Sie wollen. Die werden dann in diese Standard übernommen und die werden dann quasi mit drangelegt. Hier haben wir jetzt diese drei vorkonfigurierten und da ist das Spezielle an speziell diesen drei Feldern, die ich sag mal zu 99% ausreichen. Sie können mit Schlüsselwörtern, wenn hier das so eingetragen ist, Text mit den beiden Prozentzeichen und hier Auto-ID und dort Rectangle, dann wird automatisch der Text übernommen und zwar der, der oben in dem Hotspot drin steht. Auto-ID, das ist eine willkürlich generierte ID, die das Teil einzigartig ansprechbar macht. Das ist auch immer gewollt. Und Region Rectangle, das bedeutet, dass später, da wo Sie das Rechteck jetzt sehen, da wird ein Rechteck eingefügt, das man nicht sieht, aber das so eine Art Klickfläche ist. Und da werden die Koordinaten dann hier abgelegt und die sehen Sie dann hier auch. Das von Hand anzulegen ist quasi unmöglich und darum ist es halt sehr, sehr sinnvoll, das automatisch mit anzulegen. Ist ein enormer Zeitsparer und bringt Sie auch, wenn Sie Aufträge im Bereich S1000D bekommen, bringt es auch Sie in die Situation, dass Sie halt auch die Daten liefern können, so wie die gefordert werden. Also das ist ganz neu und Sie sehen schon, wir haben viel Wert auf diese ganzen Objektdaten und die Durchgängigkeit und das alles gelegt. Auch wenn Sie jetzt Daten importieren, wo das schon drin ist, wird das auch alles übernommen und auch so wieder rausgespeichert. So, jetzt steht hier skalieren. Was ist damit gemeint? Wenn Sie jetzt den Designer bis 2019 benutzen und Sie kopieren zum Beispiel Dinge,
ineinander oder Sie sagen, ich möchte jetzt hier diese Scheibe mit dem Callout zusammen skalieren, dann würden Sie vielleicht einfach mal, ich sag mal, ein Duplikat machen hier, schieben das irgendwo hin und sagen sich, beides zusammen möchte ich jetzt mal skalieren. Dann ist es so, dass die Zahl mit skaliert wurde und das wollen Sie bei den Callouts natürlich nicht. Die sollen ja nachher nicht alle groß und klein und winzig sein, sondern die sollen quasi gleich bleiben. Und deswegen haben wir da nämlich eine neue Option eingefügt. Dazu gehen wir nochmal wieder in diese Tools rein, zu dem Callout-Tool. Und da ist auch eine neue Option dazugekommen, Text mit Bezugslinie skalieren. So war es vorher. Und wenn Sie es deaktivieren, ich mache das gerade mal, mache mal ein neues Duplikat, schiebe das mal daneben, so. Und skaliere das hier auch. Dann sehen Sie, es ist leider wieder diese Übertragung hier. Normalerweise hätte es klappen müssen. Das Ziel ist das, dass die Zahl halt gleich groß bleibt. Was wir noch haben, sind sogenannte Legless Callouts. Was bedeutet das? Wir haben hier diese drei Callout-Typen gehabt und jetzt haben wir noch einen Typ hinzugefügt. Wenn Sie jetzt hier, nehmen wir mal an, Sie wollen da einfach jetzt noch eine Zahl dran setzen und da auch, dann ist das Interessante, Sie können es genauso ziehen wie vorher auch, aber die Linie ist nicht da. Das heißt, ja, Sie haben auch die Verbindung zum Teil und so weiter, aber Sie können dann halt Callouts hinlegen, die, wo Sie vielleicht wenig Platz haben oder Sie wollen einfach nur referenzieren in das Teil nochmal hinein und dann haben Sie die Möglichkeit, jetzt diese Callouts ohne die Beinchen dran anzulegen. Das wurde vielfach gewünscht und ist jetzt auch verfügbar und freue ich mich natürlich, dass das drin ist. Was wir bei der Gelegenheit gleich noch gemacht haben, ist, wir haben hier die sogenannten Lichthöfe. Ich gehe da mal weiter rein. Da sehen wir ja, dass Sie die anlegen können, damit da so eine Freistellung ist, damit das Ganze besser erkennbar ist. Wir haben es jetzt so gemacht. Ich mache das gerade mal. Ich lege das hier mal an. So, Eigenschaften und gebe der Linie mal einen Lichthof. Die Dicke war, Moment, 0,15. Dann machen wir das jetzt mal nicht so ganz brutal. Wir machen das jetzt mal 0,25. So. Dann sehen wir, dass auf jeder Seite 0,25 übersteht. Wenn ich die Linie jetzt dicker mache, nehmen wir an, ich mache es ganz brutal, dann habe ich immer noch diese kleine 0,25 da stehen und vielleicht möchte ich das gar nicht so, weil irgendwann ist es so, dass dieser Effekt auch irgendwo verschwunden, also verloren geht, wenn die Linie immer dicker wird. Darum haben wir das jetzt eingeführt, dass wir, ich gehe mal wieder zurück auf 0, sagen wir mal, ja, 0,13 so. Und gehe jetzt mal auf diese Option zurück. Und da haben wir ein kleines Schlosssymbol dahinter eingefügt. Und über dieses Schlosssymbol können Sie das Verhältnis 0,18 zu 0,25 quasi als Faktor mit hinzufügen. So, das mache ich mal. Das ist jetzt gesperrt. Und wenn ich jetzt die Linie verdicke, dann wird auch dieser Lichthof da drumherum dicker. Und wenn wir hier wieder reingehen, dann sehen wir auch, dass sich dieser Wert vergrößert hat. Und das wird immer so sein, wenn dieses Schloss aktiviert ist. Und ich denke, wenn Sie das in speziellen Situationen einsetzen müssen, weil Sie da die Freiheiten haben, wie breit das sein kann, dann haben Sie da jetzt noch mehr Chancen und müssen jetzt nicht immer hin und her springen und das hier anpassen und da anpassen, bis es dann zusammenpasst. Sie finden einfach das anständige Verhältnis dazwischen und dann können Sie das Ganze auch so einsetzen.